Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, immer noch nach dem Endgame, sag ich mal. Nennt man das so? Postgame? Endgame? Keine Ahnung. Wir sind im Fesselbemor, im Fesselbemor. Genau, so ist der Ort hier. Und ja, hier bin ich irgendwann mal zum Schnuppern gegangen und dieses Loch ist vollkommen unbedeutend aus irgendeinem Grund. Und der Schauplatz, wo wir gegen Gaius gekämpft haben, da ist was erschienen, genau. Aber ich habe es nur von Weitem gesehen. Und ich hoffe, da passiert jetzt was, wenn ich da hingehe, weil sonst wäre das ziemlich blöde. Naja, wäre es. Wir sollten ja einen goldenen Schlüssel uns so holen und was jetzt passiert, ist auch neu. Ist das ein Loch im Raum? Glaubst du, dass es das ist? Ja, offenbar ist der Eingang zu Magnus Syr, von dem der alte Geschichtenerzähler berichtet hat. Ich kann nicht lesen. Das Portal hat sich wohl geöffnet, weil wir den goldenen Schlüssel haben. Der Geschichtenerzähler sagte, dass Magnus Syr die Welt sei, in der der wartet. Wartet. Wenn wir dorthin gehen würden, würden wir die wahre Macht der Teufelswaffen entdecken. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich habe auch ein ziemlich mulmiges Gefühl bei der Sache. Wenn dem Esel zu wohl ist, dann geht er auf Eis, heißt es ja. Dann bin ich wohl ein Esel. Bisher sind wir noch nicht untergegangen. Ins letzte aktualisieren. Was kann schon Schlimmes passieren? Magnus Zero betreten, ja, meinetwegen. Schon eine geile Mucke. Was? Das ist Fenmont. Warum sind wir wieder zurück in Fenmont? Sind wir nicht? Das ist gar nicht unsere Welt. Das ist eine Welt, die von eurem eigenen Verstand erschaffen wird. Eine Reise über die Schlachtfelder, auf denen ihr Triumph gekostet habt. Wer seid ihr? Willkommen, Großkrieger. Willkommen im Magnus Seo, der Welt des Gemetzels. Nun kommt, besteigt die Leichenberge, überquert den Blutfluss, bahnt euch einen Weg an meine Seite. Reißt das Fleisch eures Feindes mit Klingen und Zahn von ihrem Körper, lasst ihr Blut wie den Herbstregen strömen. Ich vermute, das war wohl der, nach dem wir gesucht haben. Sieht so aus. Ich weiß zwar noch nicht, ob er ein Esel ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass er keiner von den Guten ist. Okay. Das kann ja was werden. Meins. Ja. Folge Gaius und Muse. Was? Ich habe mal so eine Frage. Wo könnte ich. Kann ich hier jederzeit rein und rausgehen? Da fuck. Ja. Fuck. Ich will wieder raus. Aber ich will gucken, ob ich rausgehen kann. Vier Schale. Doch wo ist es? Wie stark seid ihr? Wie stark seid ihr? Seid Level 61. Jawohl! Ich habe eine Chance gegen euch. Komm schon. Betäub. Betäub. Friss das. Höhen Scheiterhaufen. Bam. Und ich dachte jetzt, wenn wir hier reingehen, kommen voll die Imba-Gegner und die uns alle hier platt kloppen. Aber anscheinend nicht. Aber anscheinend nicht. Na gut. Gibt es noch hier was zu lernen und zu erkunden? Eintreten. Nach diesem Punkt kommt nichts mehr, ey. Die Gebiete sind ja hoffentlich nicht als zufallsgeneriert, ne? Hey, du Fugis ist. Salvage. Diesen Punkt kommt nicht mehr. Ja, hallo, wo muss ich denn? Ach, da unten, hi. Stimmt ja, ich wusste ja nicht, dass man da runterspringen kann. So, komm mal her. Sieht doch voll nett aus. Demon Fang. Demon Fang. They won't Au, 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 au.
Ich bin gar nicht mit Mila verbunden. Da, heck. Wieso habe ich keine Dingens mehr? Aua. Alter! Ma! Lass mich mal was machen. Und nochmal Höllenschalter auf. Wesentlich wieder Action. Letzten Parts nichts passiert. Jetzt schon wieder. Direkt Action. Der feinsten Sorte. Los, betäubt ihn. Aber ich brauche, glaube ich, nur ein oder zwei. Boah, für Erfahrungspunkte. Weil die Erfahrungspunkte nützen uns irgendwie nichts, wenn wir nicht mehr lebend rauskommen. Also, ja. Ich würde gerne hier wieder rauskommen. 10.000 Gold, geil. Reisen mit der Weltkarte zurzeit nicht möglich. Ey. Darum ist das nächste Ding. Das ist aber irgendwie geil gemacht, finde ich. Auf jeden Fall besser als hier aus Tales of Graces F. Spoiler. Wo man hier in dem Bonus-Dungeon immer so zufallsgenerierte Gänge hatte. Hier immer eine richtige Atmosphäre, finde ich. Okay. Dann da hinten ist was Rotes. Ich glaube, das ist aber nichts. Da, wie komme ich da hoch? Hallo? Warum ist das grüne Dingen? Das grüne. Was weiß ich? Ach, hier kann man ja hoch, oder? Nee, doch, ja. Das ist auch schon ein bisschen her, seit ich das gespielt habe, Leute. Hi. Boink. Warte mal, kann ich auch noch was anderes? Oh, ja. Bebenbrecher. Los. Brecher. Brecher. Zack. Aua, aua. Jawohl. Ich müsste sie auch Dingens haben. Ich bin der Lehrling. Und ich bekomme eine Trophäe. Jawohl. Bam, 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 bam. Jetzt rutsche ich hier. Bams. Jawohl. Natürlich sind wir stark und cool. Weiß auf einmal. Hätte das gedacht. Und Bindelehrling. Ja, ich stehe auf Fesselspiele. So, weiter. Hä? Da lang. Haben wir für jeden Charakter schon mal Trophäe, ja, glaube ich. Ich glaube, ich gehe einfach mal weiter hier. Ja, egal. Ein, zwei Level-Ups möchte ich schon haben. Wer weiß. Da kommen bestimmt voll die Bosse und so was alles. Wow, das war ein guter. Dingens. Überraschungsangriff. Das sind gar nicht die. Ja, die Viecher können ja auch gar nicht zaubern. Idiot. So, Rowan hat ein Level Up. Zwar nur 2 WP, aber was soll's. So wie ich die Dinger hier angeordnet habe, müsste ich da eine Menge Dinger bekommen. Mit meinen Dingern. So, Komplettschutz. Die Verringerung magischer und physischer Angriff durch Zauberschutz. Ich muss nur gucken, was ich hier nehme. Ich habe alle Kugeln und so durchgenommen. Also, ja. Verringere die Wirkzeit um 30%. Ja, bitte. Njum. Geil. So, wie sieht's mit der Dingenskugel aus? Okay. Muss den neue Dingens klären, also brauchst du auch mehr FP. Wo ist es? Ja, geil. Er kann schneller zaubern. Sollte ich ihn vielleicht mal nehmen? Upsala. Hey, kommt er. Du. Bams. Bio, 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 Bio. Und Höllenscheiter auch schon wieder.
Bayoms. Mit ihm war es auch überraschend einfach in der Arena, aber hat nicht gereicht, leider. Die ganze Zeit seine Zauber gespammt. Bayoms. Feuerball. So, Jude und Elven haben Level up. Ha. Okay. Dann werden sie aber mit jedem Stückchen stärker. Dauerhaft kritisch bei Grenzabschaltung sind alle Angriffe kritisch. Ja, bitte. Was haben wir noch? Ersatzbank KP, nö. Aha. Was noch? Ne, anscheinend nicht so viel. Vitalität, ja, meinetwegen. Bald füllt sich das gesamte Dingen. Dann staunt ihr. Wie perfekt ich hier alles vorbereitet habe. Nein, nicht. Ja. Dunkelschutz, nö. Boah, hat auch nicht mehr viel hier. Ja. Okay. Dann irgendwo hier was. Aber von hier sieht man das nicht. Hier. Hier ist was. Oder hier. Kraftpunkte, ja, das ist gut. Verdammt, hat nichts gebracht. Aber das hier bringt was, ne? Ne, auch nicht. Was? Ah ja, shit. Ja. So, ich möchte weiterkommen. Ein Steckring, geil. Jetzt eigentlich nur Zeug zum Abräumen, kann das sein? Willst kämpfen? Komm her! Und zack! Splash! Und jetzt! Oh mein Gott, die machen mich fertig! Boah, ich war ja verpasst! Ich hab rechtzeitig X gedrückt. Grande Finale. We never miss our targets, especially the ladies. Geil. So. Schaut mal, Tidal Wave nicht nur irgendwie da oben. Ne. Schaut mal, Tidal Wave nicht nur irgendwie hier so verstärken kann. Also à la Rune Style, meine ich. Wo ist der Ausgang? Ich bin hier raus. Ich hab Angst. Da ist ein Laden? Da ist ein Speicherpunkt? Okay. Warum? Oh Gott, was passiert hier? Was sind all diese Sachen hier? Speicher mal. Wenn es Speicherpunkt hier gibt, dann ist es nicht so schwer. Das ist nur meiner vor dem Dingens. Wieder ein Boss. So. Kann nichts passieren, ich speichere auch immer auf den anderen. Wenn dann kann ich ja immer neue Geschwindigkeit unterstellen. Ich denke durch das durch eine Ressort kannst damit in deine Welt zurückkehren, aber wenn du das tust, kannst du vielleicht nicht wieder hier zurückkommen. Nie mehr? Waffenladen. Hey. Wie gut, dass ich hier aber erweitern kann ich ja. Stimmt. So, Fische hatte ich. Fische. Erreicht. Ich sehe immer noch gleiche. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Mach, ich dachte, jetzt kommt ein Boss. Ich war bereit. Die Gegner sehen wieder vollkommen anders aus. Verdammt. Komm her! Level 76, ja super. Die leveln voll schnell auf. Das ist ja wunderbar. Mixer. So. Du warst auch noch Dingens. Fällt mir gerade ein. Bleibt weg von mir. Wow, was für Erfahrungen wir bekommen. Okay. Was jetzt? Jawohl, hier ist was. Wird schon richtig sein. Ich habe mir schon bestimmt was gedacht. Freies Wirken.
Also ja, dann kann man Kreis gedrückt halten und dann kann man dabei laufen. Ist, glaube ich, gut. Nix, halt. Die erste Kugel. Sichere Landung. Machen wir das einfach. Also ich habe das Gefühl, ich werde hier sehr schnell aufleveln, also ist das kein Ding. Wo ist das? Hier. Und hier. Nee. Nehmen wir das. Geht nicht. Verdammt, jetzt habe ich nichts genommen. So. Danke. Na, wo seid ihr? Das ist ein Schatz, egal. Und das ist der Ausgang, geil. Zurück wird der mir auf der Karte angezeigt. Ob nicht mal noch mal irgendwann Speicherpunkt. Wow. Nein. Verarsch mich nicht. Oh Gott. Du sahst irgendwie gruselig aus. Vom Weiten weg. Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Du willst mich auch nicht, vertrau mir. Ich kenne die ganzen Orte hier zwar alle wieder, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Geil, ne? Ich bin voll der Xillia Pro. Da ist das Ding. Da hinten, da. Seht ihr es? Da hinten. Hinter all diesen Monstern. Ist das denn auch ein Ding? Auf der anderen Seite ist auch eins, was? Am Bock. Ist so lang der Umweg. Das ist auf dem Weg, das ist gut. Meist aber so in Städten drin. Ja. Geht ihr weg, ich will nichts. Ich will nichts kaufen. Tschüss. Oh, das ging schnell. Boah, so kann ich mich deutlich konzentrieren. Lass mich doch in Ruhe. Feuerball, Bio, 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 Bio. Verdammt. Wie das Ding dann noch hier einholt, ey. Bio, Bio. Oh, verdammt. Ich weiß auch gar nicht, wie die ganzen Zauber hier noch funktionieren. Verdammt. Nein, nicht auf mich. Danke. Und naja, Level up. Geil. Oh, noch jemand? Da ist wirklich noch jemand. Ich habe ja noch nicht aufgelevelt. Schwäche? Jawohl. Müssen die Schwächen ausnutzen. Na, zack, zack, zack. Zack. Ah, fast wieder ein Level up. Mit Roan? Schon wieder? Okay. Geil. Dann würde ich mal sagen, ich mache einen Schnitt gleich. Nach ein Level up. Dann machen wir munter, fröhlicher weiter. Katsching. Einfach irgendwas genommen. Maha. So, hier, geil. Ganze zwei Dinger. Für nur noch FP. Hast du? Nee, doch, hier. Ja, hier kriegt schon was zu essen. Mein Gott, verhungert hier schon nicht. So, ach, muss ich schon wieder bald. Egal. Ja, 20 Minuten. Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo ich hier durch diese mysteriöse Zeug durchlaufe. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Part.